Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Wir sind hier im zweiten Stock vom Tempel der Erleuchtung, der schwerste Dungeon des Spiels, und hier geht wirklich der Punk ab. Die Gegner kennen keine Gnade, das Level-Design kennt keine Gnade, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss. Und ja, ich finde das alles andere als lustig gerade. So, hier waren wir glaube ich schon mal. Aber wir haben nicht diesen Mist hier betätigt. Ich guck mal, was sich hier jetzt ändert. Wir können zum Speicherpunkt. Darauf hat die Welt gewartet. Ganz ehrlich, ich mach den Dungeon jetzt ohne zu speichern. Um meinen Adrenalinpegel in den Himmel zu schießen. Ich fühle mich einfach stark genug. Trotzdem können die Gegner uns tatsächlich umbringen. So stark sind die. Also wenn jetzt drei von diesen schwarzen, teuflischen Kedelons kommen, dann holla die Waldfee. Dann steht der Game Over Screen vor Tür. Ob ich ihn da reinlasse, den euren Versicherungsvertreter Game Over Screen, das ist eine andere Frage. Aber ja, wie wird's hier? Teilung. Das ist einfach Teilung, the Video Game. Prismaros. Und hier meinetwegen Allerdios. Reduziert der SZ-Verlust? Nee, das wollen wir nicht. Ja, Dreier-Kombo. Das Blöde bei Dreier-Kombo ist, dass er das aufladen muss. Wisst ihr was? Probier mal einen normalen Angriff Max. Der hat ja auch den sofortigen Tod auf seiner Waffe. Vielleicht wird sowas. Todespulver! Aber 700 Schaden war jetzt gar nicht so schlecht. Der kann schon was, der Max. Der kann schon was. Der ist ja so ein bisschen hybrid, ne? Angreifer und Geistmagie. Das ist halt so ein Mischmasch. Aber ich sag mal so, lieber auf eine Sache spezialisieren, wie Krug, und dann richtig gut darin sein. Gut kann man bei Max sagen, mit Geistmagie, das ist er. Ja, eigentlich habe ich damit mich selbst ausgekontert, ne? Max ist eigentlich voll krass. Ich meine, er ist der Beste in Geistmagie und kann auch ganz gut angreifen. Was Cook und Jensen zum Beispiel nicht können. Eigentlich ist Max voll krass. Jetzt mal ohne Witz. Eigentlich ist er mit der Beste. Hat auch ziemlich viel TP. Ja, eigentlich sollte man sich nicht beschweren, ne, beim Maxchen. Ich gehe mal in den Verteidigungsmodus. Und Angriff! 726. Gottes Willen. Hör auf mit dem Mist! Lass es! Denn ich hasse es. So, ich glaube nicht, dass wir das jetzt überleben werden. Jetzt kommt nämlich... Ja, jetzt kommt ungefähr 36.000 Schaden auf die zu. Natürlich auch geteilt. Ich glaube nicht, dass sie insgesamt 36.000 Energie haben. Die Ultimate Power! Die Ultimate! Ja. Noch Fragen? Ich denke nicht. Und Maxchen, schon wieder Level Up. Ist ja eigentlich auch sein Dungeon, ne? Das ist einfach ehrlich. Wir haben nur diesen einen Weg. Hier können wir wieder alles umdrehen, aber ich möchte es erstmal so genießen. Ohne jetzt hier alles zu verdrehen. Ich weiß ja nicht, was da oben ist. Vielleicht ist hier noch was Cooles. Gott, macht's halt noch komplizierter. Mistwalker. Was habt ihr hier nur kreiert? Zwar ohne Scheiß. Blickt hier überhaupt noch jemand durch? Hier ist eine Truhe. Let's get this party started. Das ist das Alte, was mich an Kingdom Hearts erinnert. Ori Chalcum, wie ich das immer nenne. Ori Chalcum. Ori Chalcum. Damit kann man beim Schmied bei Y-Bang das beste Schwert des Spiels herstellen. Das Blöde ist, man muss sich entscheiden. Gibt man das Keim
Oder gibt man das Seth? Da Keim schon 100 Jahre mit diesem Königsschwert rumläuft, werde ich das auf jeden Fall Seth geben. Die schlimmste Konstellation so far. Okay. Versuchen wir mal, dass Keim nicht so viel Energie verliert und Carsten Dekunga. Auf Keim. Und das gleiche auch nochmal auf. Ich meine, Dekungus. Ach, das ist hier unten. Warum ist das hier unten? Und das gleiche nochmal auf Seth. Mit Ming. Würde ich sagen, machen wir zwei mit Prisma aus. Nee, mit Ming machen wir auch zweimal Teilung. Nützt ja nichts, ihr Lieben. Es nützt ja nichts. Muss ja irgendwie zusehen, dass wir richtig reinhauen hier. Mäxchen, hast du irgendwie einen coolen Geist, wenn ihr Zauber, der jetzt richtig heftig ist? Er wird immer schon angefangen. Ich glaube, es geht nicht für den Teilungszauber. Halbiert die TP eines Feindes. Geht das? Als ob. Und es geht, sind wir gut dabei. 11.000 Schaden. Okay, dass Sarah so schnell in der Reihe ist, finde ich schon mal nicht schlecht. So, jetzt bin ich gespannt. Macht er jetzt echt 11.000? Lecko mio, warum geht das nicht? Einfach nur lächerlich. Die sind wahrscheinlich gegen sowas immun. Ein Spaß für die ganze Familie. Auf Rismaus könnt ihr euch weitermachen. Solange nicht dieser krasse Angriff da kommt. Boah, Leute. Hier will ich die Kämpfe gar nicht rausschneiden, weil es so unterhaltsam ist. Außer die Animation. Immer und immer wieder anzuschauen. Das ist mir schon bewusst. Kilomann, Schein, Deckung, Heilen hoch. Echt? Das ist witzig, das will ich mal sehen. Und Maxchen, was machst du jetzt? Wissen wir auch nicht, ne? Umkehrer. Wir probieren mal. Wir probieren mal den Schattenlos-Zauber aus. Oh, den muss er erst aufladen. Max ist viel zu langsam, was die Fähigkeit. Ja, Ausführung betrifft, brauchen wir so lange, bis er mal in die Reihe kommt. Was traurig ist, bin ich nicht mehr sicher, ob das jetzt reicht. Die sechsfache Teilung. Das ist so brutal. Einfach 3500, zweimal hintereinander, jetzt gibt's nochmal. Jetzt gibt's nochmal 20.000 hinterher. Ja, es muss aber reichen, es muss reichen. Keim und Seth nichts verloren haben. Hoia! Ich finde das so geil. Keim das einfach castet. Der magisch Schwächste ist einfach jetzt der Profimagier schlechthin geworden. Oh ja! Es geht so auf die MP, aber was willst du machen? Es gibt übrigens wieder ein Level-Up, ne, für die ganze Gruppe. Also weiter jetzt spielen wir den Final Boss des Spiels mit Level 99. Ich such's mir nicht aus. Was soll ich denn machen? Vielleicht nicht abhauen. Ich will mir die Kämpfe ja schon einziehen. Und ganz ehrlich, für den Siegelboss, der ist halt ultra schwer. Ich will das gar nicht mehr schauen. Jetzt fahrt zur Hölle. Ich mach Maxchen gleich übrigens mal wieder raus. Und das Set nochmal seinen Auftritt genießen. Jahre später. Echt. Erst springen, dann schauen. Und die geben nur einen Diamant in das Erz. Na gut. Was geben sie noch? 1 Milliarde Erfahrungspunkte. Die nehme ich natürlich gerne. So. Jetzt natürlich die Frage. Jetzt müssen wir den Klumbatsch hier umdrehen. Ich bin so froh, hier hochgegangen zu sein. Weil hier dieses Oichalkum war. Das wichtigste Item im gesamten Dungeon.
Ist wirklich so. Ich muss genau hinschauen, um zu verstehen, was jetzt hier sich verändert. Jetzt hat sich da oben wahrscheinlich was verändert. Aber jetzt können wir auch hier hin. Oh Mann, wie sie verstehen, verstehen sie gar nichts. Okay. Sag auch so, verstehe ich sehr wohl, das nehme ich. Sternschlucker. Lecker Sterne. Denn Sterne, die habe ich gerne. Wer hat's erkannt? Super Mario 64. Sternsound. So, hat sich jetzt hier oben auch noch was verändert? Please, please, please. Ja. Komm nicht jetzt nicht mehr zu diesen Orichalkum. Wie komme ich da hin? Ich hasse diesen Menschen. Aha. Hilfe! Ich will hier raus. Ah, ich verstehe. Das ist konfus. Und jetzt willst du mir sagen, ich kann die Truhe nicht öffnen. Falsche Seite. Warum haben die Entwickler so komisch gemacht? Engelsschutz. Das ist natürlich die Frage. Hat. Ist irgendwas, was wir. Also, wovon wir die Fähigkeit schon haben. Was ist denn jetzt Engelschutz? Ernsthaft jetzt? Ich suche mal offscreen hier Engelschutz. Hier ist er. Macht immun gegen alle negativen Effekte. Haben wir schon gehabt. Herzlichen Glückwunsch. So ein Scheiß. Hätte man lieber Engelschmutz nennen sollen. Jetzt haben wir was doppelt. Das ist zwar ein gutes Item, aber das bringt es mir zweimal. So, jetzt bin ich gespannt, wohin dieser Weg führt. Nicht, dass er noch eine Truhe war, ich glaube nicht. Ich will wissen, wohin das führt. Ich will es wissen. Ganz dringend. Geht er schon zum Secret Boss? Nee, das ist ja nicht der Secret Boss. Das ist einfach der Boss des Dungeons. In der ersten Ebene habe ich so viel ausgelassen, das ist nicht mehr witzig. Da müssen wir auch noch mal hin. Mit zwei Ebenen sieht es ganz gut aus. Muss ich sagen, dass wir jetzt ganz gründlich durchkommen. Oh nein, pass auf! Langweilig! Deswegen habe ich euch das mal erspart. Das ist wirklich ein Kinderspiel. Ja, die Gegner schon kann. 6-6. The number of the max. Ist ja nicht 666, von daher. So, Mana. Wäre vielleicht ganz cool. Ich meine ja nur so, ein bisschen Mana wäre ganz nett, ne? Du brauchst schon sogar die Flasche. Du Flasche, du brauchst sogar die Flasche. So, was wir brauchen ist Heilung. Und zwar von Kug. Einmal Zephyros. Heillos für Mäxchen. Hier reicht normale Heilung. So, ich glaube, Mäxchen hat jetzt auch erstmal ausgedient. Denn ich möchte Set auch noch einen kleinen Auftritt gönnen. Jansen macht sowas mit dem Final Boss. Und jetzt sagt er, Jansen ist mal wieder dran. Der macht den Final Boss. Final Boss von Lost Odyssey. Was zum... Schön. Das war alles. Deswegen war ich hier. Jetzt will irgendwas runtertreten. Auf die untere Ebene. Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Wollt ihr mich komplett verarschen? Das verzeihe ich den Entwicklern und Entwicklerinnen nie. Ich muss den ganzen Weg zurück. Ich könnte kotzen.
Aber das ist die Wahrheit. Ich muss den ganzen weiten Weg zurück. Ich muss. Wohin führst du mich, du blöde Aufzug? Dieser Dungeon ist nicht witzig. Sind wir immer noch bei diesem Korridor? Hilfe, Hilfe, Hilfe. War ich da hinten schon? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, ihr Lieben. Ich finde das nicht so witzig gerade. Gut. Da ich mich jetzt verlaufen habe, muss ich sowieso alles nochmal neu ablaufen. Nützt ja nichts. Oh mein Gott. Wie kompliziert wollt ihr es, Mistwalker? Ja. Abgrund der Hoffnungslosigkeit. Ja, das passt zu meiner Motivation gerade. Hoffnungslosigkeit. Bis gleich. Den Kopf schneide ich doch nicht raus. Was zum Geier ist das? Erdelementar, Feuerelementar, bla 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 Elementar, Rarement. What is even going on here? Oh Gott, es sind so viele Gegner, dass die Teilung nicht mal gut ist. Oh, was richtig klassisch. Alles schön abschlachten hier mit Hilfe des Schwertes. Aber hier sind wir, glaube ich, mit Prismara ganz gut aufgestellt. Prismaros. Doppel-Prismaros. Hier auch bitte. Zwei hier. Da hat sie ja durchgemischte Elemente haben. Das passt mal aus. Denke ich das Beste. So, Set. Was machst du denn jetzt? Greifst auch einfach random irgend so ein Viech davor an. Gott, das könnte interessant werden. Nimm einfach 10.000. Schaden macht der Typ. Nicht schlecht. Die neue Waffe sieht stylisch aus, die hat. Boah, hier sind wir so ein bisschen auf die Girls angewiesen. Auch hier wäre Jensen wieder besser. Ja. Hier wäre Jensen wieder richtig geil. Cool, Schandos. Er ist Geistmagie-Profi oder was? Okay. Das ging aber noch. Nee. Doch, eigentlich ist nicht schlimm. Sind ja gegen Elementarangriff immun, außer Z. Solange das jetzt nicht Z trifft, ist alles super. Ja. Okay. Die Konstellation mag ich. Wenn das so weitergeht. Können wir uns wieder schön hochtanken. Die Absorption ist ja echt nicht schlecht. Muss ich gestehen. Oh Gott, was sind das für Kämpfe? Die zielen sich ja wie die Hölle. Da wäre ich doch lieber zwei schwarze Kedelons. Was ist das denn hier, ey? Das sind 10 Gegner gefühlt von diesen Elementarviechern. Die haben jeweils 10.000. Was ist das? Hart ziehen auf jeden Fall von dann. Zum Glück. Haha. Power-Absorption. Ein paar heilen sich auch, wenn es das gleiche Element ist. Auch richtig zum Kotzen ist. Das war gut. Das war fantastisch. Jetzt müssen wir den Hintern aber attackieren können.
Jetzt müsste es schon langsamer funktionieren. Da haut noch einer ab. Kraftos auf Sarah. Danke für die Heilung. Pferdenhintere. Ich könnte kotzen, sowas von kotzen. Ja, das wäre nur ein Spaß hier. Aber wirklich, das reicht euch. Los, Zed! Fast. Erdstärkung. Elementarverteilung gegenüber Erde hat sich verbessert. Ob das jetzt so schlimm ist, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Nein! Wir haben die geheilt. Ich bin draußen. Notiz an mich. Nie wieder Prismarus. Deswegen noch Sarah. Prismarus. Immerhin ist der Hintro jetzt endlich vernichtet. Wir gehen in die Verteidigung und Zed greift an. Sollte so passen. Und tschüss. Los, mach ihn kalt. Zed, auf dich war Verlass. In der letzten Sekunde. Ich will dich nie wiedersehen. Okay. Ich will den Gegner auch nie wiedersehen. Irgendwie nicht. Ist das jetzt neu? Ist das genau das, was wir da runtergetreten haben? Ich glaube irgendwie nicht. Doch, da hinten! Nee, Quatsch. Ich verstehe es nicht. Wir haben da irgendwas da runtergetreten. Was ist denn der Scheiß? Oh, ich verstehe den Dungeon nicht. Also, ich dachte, ich hätte gar keinen Plan für einen Dungeon, aber jetzt denke ich, ich habe noch weniger als gar keinen Plan. Echt? Ich freue mich zwar über die Level-Ups, aber ich weiß echt gar nicht, wo ich hin soll. Mit dem engen Lift runterreden, die müssen wir jetzt finden. Das war vielleicht auf der Seite, wo noch mehrere Lifte waren. Aber ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie man da hinkommt. Oh, Gottes Willen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Jetzt sind wir auf der ersten Etage. Platz der Ewigkeit. Der Ewigkeit ein gutes Stichwort, weil wir ewig festsitzen werden. Sag mal, kann es sein, dass hier nur ein Ausgang war? Genau der. Vielleicht bin ich da an Ort und Stelle, wo ich eben schon sein wollte. Irgendwo muss der Lift hier gelandet sein. Genau hier wollte ich hin. Tal der Einsamkeit. Und hier ist der Lift nicht. Das bedeutet, ich werde jetzt in ewiger Verzweiflung weiterspielen müssen, weil ich hier jetzt nicht weiter. Ich könnte im ganzen Strahl kotzen. Echt. Weil ich jetzt echt keinen Plan habe, wie es hier weitergeht. Wir haben einen engen Lift runtergetreten. Wow. Hat mein Leben bereichert. Ich werde jetzt alle Kämpfe rausschneiden. Weil wir sonst 100 Parts jagen werden. Da bin ich tatsächlich geflohen. Das waren wieder diese komischen Magiergegner. Die mache ich nicht. Die dauern ja 100 Jahre. Sie gehen absolut überhaupt nicht klar. So. Da bin ich eben weiter, Junge. Das war kacki. Wie komme ich da eigentlich hin? Ich möchte mal wissen, was hier oben ist. Das war der Murks. Ist auch komplett für die Katz. Was war hier nochmal? Das wirst du, ne? Da war der Müll, wo wir es runtergetreten haben. Dieser absolute Dreckskack. Sorry für die Wortwahl, aber das
Verstehe ich halt null. Wir haben dein Ding unter Tränen und mehr haben wir nicht bekommen. Das hilft uns null weiter. Es war schon wieder dieser Magiegegner, der verfolgt mich. Die mache ich nicht. Das ist echt der schlimmste Gegner. Weil einfach länger dauert als die meisten Bosse der Videospielgeschichte. Einfach 10 Viecher und dieser Typ mit 20.000. Da, wofür ist das? Jetzt mal ohne Scheiß. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Die genauso aussieht wie die Umgebung. Warum sind hier Raben? Raben sind immer Unglücksbringer. Warum kann er nicht darüber springen? Also Link aus The Legend of Zelda, der könnte das. Diese nervigen, explosiven Drecksäcke. Ich kann sie nicht mehr sehen. So, weiter geht's. Gehen wahrscheinlich mal für Z noch ein Level up, oder? Na doch. Es ist so krass, wie man hier Level generiert. Aber gut, sei es drum. Übrigens, Einkampf 2100 Gold, ne? Ja, das ist... Das ist ziemlich blöd! Scheiß aufs Geld! Ich gehe 2 Meter und der nächste Fight kommt. Level up für alle, obwohl es nur ein schwarzer Kehlenon war. Mir fällt gerade auf, ich glaube, von Z haben noch gar nicht alle das gelernt. Die Fähigkeiten und so. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Voll verkackt. Ja gut, okay. Sie hat alles von ihr. Aber die Girls sicherlich noch nicht. Ja, das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Ist auch nicht so relevant, ganz ehrlich, weil Seth die Fähigkeiten sowieso immer drin hat. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, es war nur für eine Schatzkiste. Bedeutet, wir kommen immer noch nicht weiter. Nur für eine Schatzkiste war. Magie, Schloss, Schlüssel. Zungenbrecher. Wofür ist der? Wofür ist der Magie, Schloss, Schlüssel? Woher soll ich das wissen? Er springt ja immer noch nicht hier rüber, der Blödmann. Das heißt, wir hängen hier immer noch fest. Was soll ich mit Magie, Schloss, Schlüssel? Wofür ist der? Das ist wahrscheinlich, um den Boss freizulegen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Es kann nicht sein, dass hier nichts mehr ist. Habe ich noch eine Leiter oder sehen? Gott, hat Z viel gefressen und Schaden. Das war nicht mehr witzig. Aber Level 65. Für ihn. Es waren wieder diese Gefiecher und er hat so viel Gift, Schaden gefressen, ja. Kann man so sagen. Sephiros, heillos. So. Jetzt geht's allen wieder gut. Nur mir nicht. Ich diesen Dungeon noch schaffen muss. Kann ja sein, dass er bei anderen Bereichen auch so eine Treppe, Leiter war. Dass ich das übersehen habe. Was soll ich mit einem Magie, Schloss, Schlüssel? Ich weiß es halt nicht. Wofür ist das? Ich will es wissen. Ja, den gibt's auch noch, den Schatz. Mir schon klar. Hier, Wertsachen. Wo ist das jetzt? Magie, Schloss, Schlüssel. 3-mal. Ach, um stärkere Hinterhoffallen zu kämpfen. Echt? Was braucht man dafür? Wo habe ich denn die anderen 2 gefunden? Okay, dann war es auf jeden Fall ein wichtiger Gegenstand. Weil wir das brauchen für die 100% vom Hinterhof. Aber trotzdem, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin keinen Schritt weiter, ja. Bye, bye! Nervigste Gegnerkonstellation des Spiels. Nicht mit mir. Oh, cool, jetzt wurde es wieder getriggert. Geil. Ich habe nichts bewegt. Er ist einfach wieder auf den Lift gegangen. Weil der Kampf genau hier drauf stattgefunden hat. Weil ihr Encounter-Rate hier einfach zu verlieben ist.
Die ist 2 Zentimeter und der nächste Gegner kommt. So, vielleicht soll ich das mal betätigen. Weil anders komme ich ja scheinbar nicht weiter. Oben führt uns das jetzt aber nur zu den Oichaiko. Aber vielleicht geht es jetzt unten irgendwie weiter. Ich weiß es nicht. Hier schon mal nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Dungeon funktioniert. Keine Ahnung. Absolut nicht. Aber vielleicht war die Umstellung dieses Geräts nicht verkehrt. Ich glaube, wir müssen nochmal in den allerersten Stock. Ich kann es mir nicht anders erklären. Weil so wie es jetzt gerade aussieht, ist es halt komplett am Murks. Jetzt kann ich da hinten hin. Bringt mir nur nichts. Aber da kann ich jetzt hin, oder? Nee, kann ich nicht, weil es nicht daran angrenzt. Oh, ist das kacki. Oh Gott, ich hänge so fest, wie ich noch nie festgehangen habe. Ganz ehrlich, ich muss da sowieso hin, ich will sowieso die 100% machen. Wir gehen jetzt den ganzen Dungeon nochmal von unten durch. Vom Anfang. Weil ich komme hier sowieso nicht weiter. Warum nicht erstmal die ganzen Schatztruhen holen? Ich werde das sowieso noch machen. Warum nicht jetzt? Ich weiß es sowieso nicht, wie es hier weitergeht. Was bringt das? Dann will ich es ein bisschen produktiv sein und die Schatztruhen einsammeln. Ich check den Dungeon nicht. Ich check den Dungeon nicht. Freunde, was sind das für komische Örnies? Kommst gar nicht erst hin. Es ist Hass! Purer Hass! Zu der irgendwelchen Lifte nach oben gefahren. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Platz der Ewigkeit. Platz der ewigen Verzweiflung. Ja, ich möchte jetzt trotzdem nochmal den Anfang erkunden. Wer der jetzt haut ist. Ob es euch passt oder nicht, ist mir jetzt egal. Ich möchte Anfang nochmal erkunden. Auch wenn ich jetzt weiß, wie es weitergeht, probably. Weil die Teile nach oben gefahren sind. Ich möchte jetzt wissen, wie es da weitergeht. Ich möchte es wissen. Um jeden Preis. Die Gegner, die wenig Erfahrungspunkte geben, wie diese Reiter und diese Explosiven, da fliehe ich jetzt. Dafür haben wir das Fersengeld. Wir haben es eh nicht so nötig zu leveln. Auch den Secret Boss. Ne, beim Hinterhof, den kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie schaffen wir das schon. So. Ja. Ich bin maximal verwirrt. Maximal verwirrt. Merkt ihr, ne? Da hinten ist eine Schatzkiste. Ich will da hin. War ich hier überhaupt schon? Gute Frage, nächste Frage. Nam, 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 nam. Ja, so rede ich, wenn ich alleine bin. Nam, 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 nam. Aber ich glaube, das Jammern hat sich gelohnt. Weil jetzt genau dahin kommen. Nam, 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 nam. Ja. 10.000 Gold. Ich freue mich so sehr. Ich muss das von Hand ablesen
Fall das überhaupt nicht abgelesen oder gespielt werden soll. Nein, das ist ganz real, meine Freude. Leute, ich kann 2-3 Kämpfe machen und hab das Geld auch zusammen. So ein Schwachsinn, ey. Wenn es 100.000 Gold, dann wäre es witzig gewesen. Aber 10.000, komm schon. Das ist doch nix. Das ist doch nix. Ich hasse diesen Dungeon wie die Pest gerade. Die sind nur nervig. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Warum macht ihr das Fersengeld nicht sofort? Warum macht ihr das Fersengeld nicht sofort? Ich krieg einen Anfall. Schön, Konterkeim. Ich bin so stolz auf dich. Ich möchte hier raus. Das ist ein beschissener Kampf. Goodbye. Weil die bringen zu wenig Erfahrungspunkte. Ich kämpfe nur noch gegen die Kedelons. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich kämpfe wohl wieder, wenn ich weiß, wie es weitergeht. Weil wenn ich die ganze Zeit kämpfe und die Kämpfe ziehen sie mit den Teilungszauber, dann verliere ich die Orientierung. Das ist nämlich der Trick. Genau das wollen die Entwickler. Dass du einfach die Orientierung verlierst, weil die Kämpfe 100 Jahre gehen. Das dahin bringt, glaube ich, gar nichts. Wege. Alles Wege. Viel zu viele davon. Ja. Da ist auch noch so ein blödes Tor. Ich krieg einen Koller. Hier ist eine Schatztruhe, die wir schon geöffnet haben. Wird ja immer besser. Nee, da ist kein Tor. Boah, ich check's nur. Hier waren wir auch schon. Ich glaube, das erste Mal, wo wir hier waren. Oh. Hier können wir was umdrehen. Da bin ich mal gespannt. Hier gibt es nur eine Truhe, glaube ich. Ich möchte nur irgendwie bekommen. Ein Lift! Ich kann leider nicht schauen, was da hinten ist. Noch ein Lift! Ich check den Dungeon nicht. Aber so gar nicht. Ich war alles mal da rein noch. Kann es sein, dass wir von hier gekommen sind? Nee, kann nicht sein. Was zum? Nehmen wir einen Dungeon in JRPGs, der weniger kompliziert ist als der hier, der noch komplizierter ist, wollte ich sagen. Mann, ey. Ich bin schon voll vernebelt und klopft von den Dungeon. Yay, wir sind bei Truhe. Darauf hat die Welt gewartet. Ich verstehe hier alles und die werden nie wieder zurückfinden. Aber das ist die Truhe, die ich erreichen wollte. Und da sind 3 Siegelsteine drin. Yay! Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Das ist ja awesome. Hier ist die andere Truhe, damit haben wir alles. Jetzt müssen wir nur den Weg zurückfinden. Oh, das war Platz haben. Das ist cool, den bekommt Sarah. Den bekommt Sarah. So, damit bekommt Sarahchen eine neue Fähigkeit. Die Frage ist nur, was? Ich glaube, sie bekommt die mentale Stärke, ja. Das ist nicht verkehrt. Wo in Gottes Namen sind wir jetzt? Am Anfang des Dungeons, oder? Tatsächlich! Als hätten wir nichts geschafft. Wir sind wieder am kompletten Anfang. Ich muss den ganzen verrotteten Weg nochmal zurücklaufen.
Hier ist auch noch ein Lift. Ich verstehe nichts mehr. Merkt ihr, ne? Oder denkt jemand, ich habe den Überblick hier? Falls ihr es denkt, dann seid ihr ein bisschen verrückt. Oh, cool. Eine Truhe. Hatten wir wohl doch noch nicht die 100%. War jetzt zwar nicht intended, weil eh nur Schrott drin ist. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Zur zweiten Ebene, wo wir schon 1 Million mal waren. Ich weiß einfach nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich glaube, ich muss den Weg wieder zurückgehen, den ich gegangen bin. Den ganzen widerlichen Mistweg. Oh, was ein Dungeon! Was ein Spiel! Also ich liebe das Spiel ja wirklich, aber dieser Dungeon. Holy moly! Ich will nie mehr kämpfen, ich will wieder auf der richtigen Spur sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder zurückkomme. Aber so gar nicht. Wie komme ich wieder auf die höheren Ebenen? Mann, ich habe doch jetzt die Lifte da hochgefahren. Was habe ich eben gesagt? Wenn ich jetzt hier alles verstelle, komme ich nie wieder dahin. Hi! Genau dieses Szenario ist jetzt eingetreten. Aha, und was soll mir... Ach so. Ich wollte gerade sagen, was soll mir das jetzt bringen? Na, da schon mal... Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was die Kämpfe einfach nur widerlich sind. Jetzt war ohne Witz. Nee. Ich will nicht mehr kämpfen. Oh, hier scheint noch was Cooles zu sein. Nö. Nee. Ich dachte, das wäre eine Spezialkiste. Dabei ist nichts. Ein Ort, wo nichts ist, was nur einen weiteren Kampf provoziert. Das ist doch. Nee. Den bekämpfe ich ja ausnahmsweise. Weil er viele Erfahrungspunkte gibt. So sieht's aus. Im Kampf gibt's keine Gesetze. Na, ihr seht, es lohnt sich. Es lohnt sich unnormal krass. So. Jetzt. Jetzt. Gehe ich 2 Meter und der nächste Kampf wird getriggert. Ein Traum. Also die Fledermäuse muss ich wirklich nicht haben. Die dauern ja auch 100 Jahre. Schwarze Kegeln, das ist ein Gegner, der ist stark. Und das reicht dann auch. Wohin führt bitte dieser Aufzug? Wohin führt dieser Weg? Zu gar nichts. Das ist ja wunderbar. Das liebe ich ja. Dass es einfach nur eine Sackgasse führt. Aber wohin führt der Quatsch? Der führt nach ganz unten. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Weiß es wirklich nicht. Waren wir hier schon? Ach, das war der Bereich. I remember. Die Frage ist, was war jetzt da? Oh Mensch, ich habe mich echt super erfolgreich verlaufen, ihr Lieben. Wirklich extrem erfolgreich. Gottes Willen, ich will nicht mehr. Das geht zum Tor. Ich glaube, wir sind wieder back on track. Ja, wir sind wieder back on track. Es geht zum Tor. Es geht zum Tor, das geht zum Tor. Hier haben wir jetzt, glaube ich, auch alles erkundet. Finally back on track. Back in business.
Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt geht's mir wirklich wieder gut. Ach, und sieh an, was wir hier haben. Ich glaube, da waren wir schon. Da waren wir schon. Guck mal, hier ist noch eine Leiter und die führt zu diesen scheiß Strahlen. Habe ich doch wieder was übersehen. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Oh, ist das kacki. Wait. Habt ihr das gesehen, was ich gesehen habe? Oh, dieses Spiel. Hilfe. Seht ihr diese Plattform? Lecco mio. Gut, dass ich noch gesehen habe. Gut, dass ich hier nochmal hochgefahren bin. Gut, dass mein Orientierungssinn so schlecht ist. Dass ich Wege 3, 4, 5, 6 mal ablaufe. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist nichts, oder was doch? Komm, Gegner, wo seid ihr? Sonst kommt auch alle 2 Sekunden. Gut, soll mir recht sein. Ich werde diesen Dungeon gerne erwürgen. Ich mag den Dungeon eigentlich. Nur ist nicht so Let's Play-tauglich. Wenn du so privat spielst, die wirklich so einen riesen langen Abend Zeit nimmst, das ist, glaube ich, ganz witzig. Ja, jetzt sind wir ja wieder im Speicherpunkt. Genau da wollte ich hin. Können wir den Klumbatsch auch mal wieder umdrehen? Und den speichere ich so an der Stelle. Weil wir jetzt ziemlich viel erreicht haben, möchte ich mal behaupten. Ich wollte sowieso nicht speichern. Speicher ist was für die Schwachen. Oh Mann! Ich will nicht mehr lieben. So dann ist es nur Pain and Suffering. So, die Obersten, bitte. Tempel der Erleuchtung. Ja, die Erleuchtung ist mir zumindest noch nicht gekommen. Seht ihr, haben wir eine Zeit. Ich gammel hier schon über eine Stunde rum. Hey, will ich euch die Kämpfe nicht ausschneiden? Säß mal hier 5 Parts. Bye, bye! Ihr habt nicht Erfahrungspunkte, also spiele ich nicht mit euch. So sieht's aus. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder alles vergessen, wo es hier lang geht. Ist mir jetzt auch komplett Latte Macchiato. Ich möchte nicht einfach nur wieder dahin, wo ich denke, dass es da weitergeht. Das wäre dieser Bereich da draußen. Ja. Das wäre der Bereich da draußen, da denke ich schon, dass es da weitergeht. But we will see. Oh, ich hab das wieder falsch gedreht. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen ganz großen Anfall. Nein! Ja, ihr merkt schon. Das Spiel tut meiner Psyche nicht mehr so gut. Oh Mann, aber versteht denn einer von euch das? Jetzt mal, seid mal wirklich ehrlich. Versteht einer von euch das? Ah ja, wenn ich den da oben so drehe und den unteren da einmal drehe, dann kann ich da perfekt problemlos lang. Zählt mir auch nichts. Versteht doch niemand. Ich will euch da zwar nicht diskreditieren, es versteht doch niemand. Ich hab die Pfeife rein hier jetzt ausnahmsweise mal wieder besiegt. Aber ihr seht's ja, was für eine Zeitverschwendung. Da sagt das der Keim, hat nichts gemacht. Nächstes Mal wieder abhauen. Sein ist der schwarze Kegelmann. So, ihr Lieben, jetzt kommt der Moment des Erwachens. Im Tempel des Erwachens. Der Moment der Wahrheit. Hat sich hier irgendetwas verändert? Das gilt es jetzt herauszufinden. Warum lädt das so lange? Boah, ist das
ja, eine Leiter, sehr schön. Da waren wir ja schon, wo die Leiter war. Einfach nur erbärmlich, sorry. Also ich bin erbärmlich. Ich einfach nicht weiß, was hier zu tun ist. Ja, irgendwie geht's ja nicht weiter. Ist voll festgesetzt. Oh doch, da hat sich was getan. Seht ihr das? Da rechts. Aha. Sieh an, sieh an. Gott, finally. Zur Feier des Tages gibt es jetzt einen Kampf. Egal wie es ausgeht. Egal welche Gegner wir bekämpfen jetzt. Aus dem Weg sonst. Ich bin gerade so glücklich, ne? Das zweite hier, ich bin so glücklich. Ich bin immer noch glücklich. Die Gegner sind dankbar. Teilung! Bitte zweimal hintereinander. Sir Keim Argonau. Ja, mit dem Fersengeld kannst du halt gut abhauen. Setbärsch, das halt auch. Den Girls manchmal fürs Maus, finde ich ganz witzig. Hier einfach an, das Set macht übelst viel Damage mittlerweile. Wenn man Perfect macht, 4000. Ist echt nicht so zu verachten. Der ist ganz gut zum Damage-Dealen, aber ist halt so ein most basic Character. Weil er eigentlich nur schießen kann, mehr kann er nicht. Die Fähigkeiten hier hat, finde ich so wirklich toll. Außer Fersengeld in solchen Dungeons wie dem hier. Logischerweise. Und Explosion! Schön, pass mal, es sieht so wunderschön aus. Guck, das Girl ist jetzt weg. Somit ist der Teilungszauber besser. Sieht, dass er jetzt anders aufteilt. Und dann schauen wir mal. Ja, perfekt! Ja, gut, bei dem nur 2550. Ist immer noch gut, ne? Oh, oh, mana-technisch sieht es bei Keim nicht mehr so toll aus. Aber das kriegen wir schon noch hin. Yeah. Nur Fatty McFatFat. Und ich denke nicht, dass der 27.000 aushält. Mehr sogar noch. Der hat, glaube ich, nur 20.000 oder 22. Kommen wir jetzt noch. 20.000 Schaden. Glaube nicht, dass er das aushält. Jetzt wisst ihr, warum ich euch die Kämpfe rausschneide, ne? Genau aus dem Grund. Aber das muss mal wieder sein. Zur Feier des Tages. Wirklich. Ich bin echt gespannt, was ihr jetzt hier tut. Und der Part ist auch schon zu Ende. Das ist das Beste daran. Quasi nichts erreicht in dem Part. Nur rumgeirrt. Ein paar Schatztruhen gefunden, das war's. Hey, Level 67 für Set. Nicht schlecht. Hat aber bald sein Alter erreicht, ne? Ich glaube, der ist 68. Oh, wow! Das ist so ein hübsches Juwel. Wozu es wohl dient? Was auch ist, ist bestimmt etwas Wichtiges. Ja, nach all den ja, Faden, ja. Können wir das auch mal bauen. Jaspis der Einsamkeit. Und das war's. Jaspis der Einsamkeit. Punkt. Kein neuer Weg. Kein neuer Weg.
kein neuer Weg. Aber den Jaspis, der Einsamkeit. Wo in Gottes Namen geht es hier weiter? Jetzt ernsthaft. Wir waren doch jetzt überall. Das war's mit diesem Part. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Daumen hoch, falls es euch trotzdem gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und falls ihr ein Girl gerne mal verzweifeln und schreien zu sehen wollt, schreit auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Stay awesome. Eure verzweifelte Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!